herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir der Dorp Demi. Und ja Leute, wir wissen ja, dass das neue Egg, das City Egg, quasi schon kurz vorm Release ist. Und heute fragen wir mal AI, welche Pets in dem Egg drin sein könnten und auch wie die ganze Landschaft und so weiter und so fort aussehen wird. Wir werden heute alles mit AI herausfinden, Leute, mit der Hilfe von ChatGPT und Photoshop. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir heute hier für coole Sachen herausfinden werden. Lasst auf jeden Fall gerne eine Daumen da, falls das Video gefällt und falls du mehr Videos dieser Art haben willst. Ich dachte, ja, vielleicht wäre das mal eine coole Idee, weil mich hat es persönlich interessiert und ich hoffe, es interessiert euch natürlich auch. Ab den Kanal und aktuell auf dem Kanal coolen Roblox mit dem Thorsten. Und dann würde ich sagen, ja Leute, weiter geht's nach dem Intro. Das City Egg ist kurz davor rauszukommen und ja, ich dachte mir, wir fragen heute einfach mal ChatGPT, uns Pets vorzuschlagen, die in einem City Egg drin sein könnten. Was eine brillante Idee, Leute, dass darauf noch nie jemand davor gekommen ist, zumindest denke ich das. Und ja, wir hüpfen direkt mal auf ChatGPT, Leute, und fragen jetzt mal, wieso ist eigentlich mein GPS an? Warum ist der an? Stop GPS. Frage heute mal ChatGPT und auch die Adobe AI, ja, wie das Ganze alles so aussehen kann. Ja, Leute, jetzt sind wir hier in Photoshop und hier haben wir dieses Bild, was wir von Adobe schon bekommen haben, wo die ganzen Pets geleakt worden sind. Da haben wir aber nur Schatten gesehen. Wir fragen heute, wie gesagt, ChatGPT und wir fragen auch hier die Adobe AI. Ich zeige euch mal kurz, was die Ganze kann, Leute. Und zwar sehen wir hier oben ja das Adobe Logo. Ich möchte, dass es aber jetzt einfach weg ist. Das heißt, wir markieren das Ganze uns jetzt, drücken auf generative Füllung, generieren uns das. Und tada, es ist weg. Wir haben es einfach entfernt. Und ja, das sieht doch sehr, sehr cool aus. Also es ist einfach weg. Außerdem haben wir hier unten noch so einen Videostreifen. Ja, der ist jetzt auch weg. Aber das waren jetzt zwei langweilige Beispiele. Und zwar sehen wir schon, Leute, wir haben hier ganz viel weißen Rand. Und heute werden wir nämlich mit der AI diesen Rand durch, ja, eine weitere Stadt ersetzen. Also wir schauen mal, was uns Photoshop hier zeigt, wie die Stadt, wo das quasi das City Egg sein wird, so aussehen könnte. Das Ganze machen wir aber davor. ChatGPT. Ja, viele machen vielleicht damit eure Hausaufgaben. Ich werde damit die neuen Adobe Pets herausfinden. Und zwar schreiben wir jetzt hier. Hey, ChatGPT. Bald kommt in Adopt Me ein Roblox-Spiel ein neues Egg, das City Egg, wo ganz viele Pets reinkommen werden, die in einer... Hey ChatGPT, bald kommt in Adopt Me ein Roblox-Spiel, ein neues Egg, das City Egg, wo ganz viele neuen Pets reinkommen, die in einer Stadt wohnen, wie sich am Namen des Eggs erkennen lässt. Ich möchte, dass du mir 20 Ideen gibst, welche Pets im City Egg in Adopt Me reinkommen können. Beachte dabei, dass es ein Videospiel auf der Plattform Roblox ist. Und boom, gesendet. Und was hat mir ChatGPT zu sagen? Und okay, Leute, wir kriegen hier auf jeden Fall die Ideen. Wir kriegen hier auf jeden Fall die Ideen. Ich bin mal sehr gespannt, diese durchzulesen. Und ich sehe schon... oh mein Gott, okay, okay, Leute, okay. Ich glaube, ChatGPT hat mir schon sehr gute Ideen gegeben. Okay, Leute, Stadtbewohnerhund, okay. Ein trendiger Hund mit Stadtkleidung. Auf keinen Fall eine schlechte Idee. Großstadtkatze, eine neugierige Katze mit einem urbanen Flair. Okay, okay, okay. Stadtkünstler Frettchen, ein Frettchen. Was ist denn ein Frettchen, Leute? Dass sie in der Kunst und Straße auskennen. Wolkenkratzer Schimpansen. Interessante Namen hier auf jeden Fall, Leute. Okay, ein schlaues Elfchen, das nicht am höchsten Gebäude lebt. Okay, ein Kaffeehauskaninchen, ein Hase, der am liebsten in Cafés rumhängt. Okay, das klingt aber auch cool. Taxifahrerfuchs, ein cleverer Fuchs, der gerne durch die Stadt fährt. Okay, 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 Leute. Neon-Gecko, ein Gecko mit leuchtenden Mustern, perfekt für die Stadt. Als ob ChatGPT wüsste, dass es in Adopt Me Neon-Pets gibt. Aber ein Gecko gibt's ja schon. Straßenmusiker Sittich, ein bunter Vogel, der seine Lieder auf der Straße singt. Stadtparkeule, eine Eule, die in den Parks der Stadt nachts wacht. Okay, Leute, eine neue Eule, ich sag mal so, würde ich nehmen. Und was meint ihr? Ein Hamster, der fasziniert von den Gebäuden der Stadt ist, okay? U-Bahn-Schildkröte, eine Schildkröte, die gerne mit der U-Bahn fährt. Leute, eine neue Schildkröte wäre auch richtig, richtig cool. Hochhaushase, ein Hase, der in den obersten Stockwerken lebt. Ja, ein neuer Hase wäre auch schon ganz cool, Leute. Graffiti-Goldfisch, ein Goldfisch, der sich in Graffiti-Kunst auskennt. Boah, Leute, Fische, weiß nicht, leben wirklich Fische so in der Stadt? Eher weniger, oder? Aber wir haben ja auf jeden Fall hier auch einen neuen Fisch, glaube ich, gehabt. Wir werden auf jeden Fall zwei neue Vögel kriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Modebewusster Mops. Ein Mops, der immer die neuesten Modetrends trägt. Okay? Die Fitness-Taube, Leute. Eine sportliche Taube, die gerne in den Parks trainiert. Okay, Leute, eine Fitness-Taube, das wäre schon ganz cool, muss ich sagen, Leute. Das Nachtclub-Nashorn. Ein Nashorn, das die Nächte der angesagtesten Clubs verbringt. Okay? Ein Stadtplaner-Schnecke, Leute. Eine Schnecke, die Karten und Routen liebt. Kulturkatze. Eine Katze, die gerne Museen und Theater besucht. Skateboard. Bulldog. Oh mein Gott, Leute, ein Bulldog. Ein cooler Bulldog, der gerne auf seinem Skateboard unterwegs ist. Okay. Und der Verkehrspolizist-Vogel. Ein Vogel, der den Verkehr in der Stadt regelt. Ja, Leute, diese Ideen sind eine Inspiration, dienen die Vielfalt der Möglichkeiten, Pets im City-Egg von Adopt Me widerspiegeln. Viel Spaß beim Spielen und Entdecken der neuen Inhalte. Ja, Leute, das war doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben auf jeden Fall coole Ideen bekommen. Ob das dann im Endeffekt wirklich die Pets sind, die dann quasi im Egg sind. Nein, eher weniger. Aber es war auf jeden Fall schon mal cool zu sehen, was hat AI denn so zu liefern. Vielleicht hat sich Adopt Me auch ein paar Ideen von der AI quasi geschnappt und hat diese in das neue City Egg gepackt. Also ich kann es mir auf jeden Fall nicht, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich würde es nicht übel nehmen. Und jetzt gehen wir noch in Photoshop. Weil jetzt, Leute, bevor wir hier den Rand erweitern, versuchen wir mal das Pad in der Mitte wegzumachen. Wir versuchen das Ganze einfach, Leute. Ich habe das kleinste Pad, was ging, genommen. Jetzt wählen wir das Ganze einfach mal hier so vorsichtig aus. Und mal schauen, ob Photoshop es hinkriegt, das Pad zu entfernen. Ja, Leute, das wäre auf jeden Fall krass. Und wir drücken jetzt hier generative Füllung. Wir lassen Photoshop jetzt den Rest machen. Ja, erfüll deinen magischen Job mit der generativen Füllung. Und schwuppdiwupp, das Pad ist weg und es sieht einfach aus wie neu. Also, man sieht, dass es AI generiert ist. Wobei, hier nicht mal unbedingt, oder? Ich finde, das sieht schon, außer dass hier die Straße ein bisschen krass ist, hier wiederum nicht, ne? Hier ist wiederum krass, aber ich glaube, das ist das beste Foto, was ich jetzt so habe, Leute. Also, es gibt ja immer drei Versionen. Das sieht auf jeden Fall, also wenn man das so von der Ferne sieht, sieht man überhaupt gar keinen Fehler, sag ich mal. Jetzt kümmern wir uns mal um die linke Seite, Leute. Wir erweitern jetzt die linke Seite und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Wow! Alter, Leute, richtig krass. Okay, boom. Yo, das sieht ja richtig heftig aus. Das Auto wurde auf jeden Fall ergänzt. Dann haben wir hier noch so eine Straße. Hier haben wir dann weitere Häuser. Und die Häuser, die passen auf jeden Fall auch fast zu denen hier, würde ich sagen. Die sind schon ein bisschen zu realistisch für Adopt-Me-Verhältnisse. Aber ich muss sagen, dafür, dass das jetzt AI geredet ist in ein paar Sekunden, ist das gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Wir erweitern einfach mal die andere Seite, Leute. Wir erweitern mal einfach hier die Seite. Und ups, jetzt bin ich hier nach unten gerutscht. Und wir drücken generative Füllung. Boom, let's go. Und was kriegen wir hier raus, Leute? Was kriegen wir hier raus? Wir werden sehr wahrscheinlich jetzt etwas sehr Cooles sehen. Ich hoffe es. Und yo, okay. Hier haben wir noch dieses Adopt-Me-Egg, was irgendwie noch so halbwegs drin ist. Und hier haben wir... Okay. Und okay. Ah, das sieht vielleicht nicht so krass aus. Aber Leute, das hier... Das Haus wird einfach weitergeführt. Es sieht eigentlich perfekt aus. Also, wir haben ja natürlich diese Fehler hier drin. Aber wenn man jetzt mal weg von denen sieht, sieht das eigentlich schon nach einem recht coolen Hintergrund aus, oder? Also, ich muss schon sagen, das sieht nicht schlecht aus. Wenn man jetzt, wie gesagt, die ganzen grafischen Fehler, die jetzt von der AI passiert sind, hier rauslässt, sieht das eigentlich ganz cool aus. Also, ich will jetzt schauen, wie sieht es aus, wenn wir beide Seiten auf einmal generieren oder wie auch immer. Mal schauen, was wir jetzt hier rausbekommen, Leute. Oh, es lädt. Es braucht ein bisschen, aber dafür werden wir hoffentlich ein gutes Ergebnis bekommen. Und ja, okay. Oh, was ist das denn jetzt? Das sieht abgespaced aus, okay. Und was ist das? Ey, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Ich glaube, wir hatten bessere Ergebnisse, als wir das Ganze einzeln gemacht haben. Aber das hier sieht auch ganz okay aus, finde ich. So, Leute, also ich habe nochmal ein bisschen rumgespielt und das hier wäre jetzt das finale Resultat. Und ich muss sagen, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, aber schlecht sieht's nicht aus. Ja, Leute, ChatGPT hat uns coole Ideen gegeben, Adobe hat uns auch coole Ideen gegeben. Aber was wollt ihr? Schreibt, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal. Und aktiviert euch mit coolen Roblox, wenn wir uns passen. Oder wie ich sagen, haut rein und ciao, Leute.